Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Lunatic. Heute nicht vom Wasser, sondern hier aus Paderborn, direkt aus dem Hauptquartier bei Lunatic. Ich zeige euch hier heute meine Top 5 aus dem Laden. Ich nehme euch mit rein. Bis gleich. Ja, da sind wir. Hier im Showroom bei Lunatic in Paderborn. Viele denken ja, dass Lunatic einfach ein Online-Shop ist. So hat das Ganze auch gestartet. Mittlerweile seht ihr hier Showroom, man kann sich alles angucken, alles in die Hand nehmen und auch Sachen mitnehmen natürlich. Carsten, Luis sind jeden Tag hier von 10 bis 17 Uhr. Kommt ruhig vorbei hier in Paderborn. So, jetzt meine Top 5. Da stehen wir auch tatsächlich schon direkt genau richtig hier vor der Neuke-Wand. Ist einfach immer wieder gut, einfach einer meiner absoluten Favoriten. Grundsätzlich. Weil geile Gummimischung, geile Flavor, geile Baits. Und was auf jeden Fall nicht fehlen darf bei mir in meiner Tasche, ist immer der Wobbleshed 3 Inch. Das sind meine liebsten Farben hier. Wakasagi, Young Perch und Cinnamon Blue. Cinnamon Blue ist sowieso eine der Knallerfarben bei fast allen Baits hier. Ja, Wobbleshed 3 Inch, ich hau die mal weg hier. Super geiler Köder. Wie gesagt, 3 Inch ist eh immer eine gute Größe. Fängt man alles mit. Von Barsch über Zander und auch ein Hecht snackt sich den wunderbar gerne weg. Typische japanische Gummimischung. Starke Salzen, starke Flavor. Geiles Flavor, ich stehe voll drauf. Hat eine starke Aktion, eine sinusartige Aktion. Also der Tail. Heißt, der Tail geht immer schön links und rechts. Ist halt ein Actionköder. Fische ich super gerne am leichten Jig oder an einem Texas Rig oder an einem ganz leichten Kaishin Finesse Rubber Jig. Richtig geil. Darf auf jeden Fall nicht fehlen, kommt immer mit. Mein Lieblingskrebs, seitdem wir die ersten Prototypen damals von bekommen haben, der Smoking Dead. Anfangs zunächst in 3 Inch, mittlerweile in 2,5 Inch und ganz neu. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon hängen. Sieht nicht so aus. 3,5 Inch, richtiger Happen, aber auch richtig geil. Ja, Smoking Dead. Wer ihn noch nicht kennt, ist eine Action Craw. Durchdacht von vorne bis hinten. Das Ding hat diese schaufelartigen Scheren hier vorne, die wir auch von dem Smoking Swimmer kennen, von dem anderen Chat tatsächlich, die dafür verantwortlich sind, dass der eben diese Smoking-Aktion hat, wie sie genannt wird. Ist ein bisschen Twister-ähnlich, ist eine Mischung aus einem Twister und einem Chat im Grunde. Ist auf jeden Fall eine geile Action Craw. Gibt es in 2,5er Größe hier. 1,0er Haken ist perfekt. Super geiler Barsch-Snack. Gerade im Winter natürlich gerne 3 Inch oder auch jetzt neu den 3,5er. Richtig geil. Am Texas Rig, am Carolina Rig, am Free Rig. Absolute Macht auf dicke Barsche. Ja, was auf gar keinen Fall fehlen darf in meiner Box: Neuke Tiny Kaishin Blade. 7 Gramm, 9 Gramm. Hier eine meiner Lieblingsfarben, wieder Wakasagi und absolute Klassikerfarbe, Green Pumpkin Cinnamon, Green Pumpkin Chartreuse. So, natürlich. Ja, super geiler, relativ kleiner Chatterbait für Barsch, aber auch für Zander. Ist ein relativ kleiner Haken, 1,0er Größe, passt perfekt für 3 Inch Köder. Und meine liebsten Trailer dafür sind, da ist er weg, zum einen der Machubi, reiner Pintail oder der SLT Minnow. Und wenn man es jetzt richtig ins Detail geht, dann kann man da noch weiter rumspielen und nimmt den Wobbleshed auch noch mit rein als mögliche Trailer-Variante, weil damit kann man im Grunde verschiedene Köder, verschiedene Wassertiefen abdenken, weil je nach Trailer der Chatterbait auch eine andere Lauftiefe nachher hat. Wenn ich da jetzt einen Wobbleshed drauf mache oder einen Shed, der eine Eigenaktion hat, treibt das den ganzen Köder ein bisschen weiter nach oben. Und je nachdem, wie schlanker ich den Trailer wähle oder spitz zulaufender, umso weiter geht das Ganze auch weiter runter in der Wassersäule und ich kann das eher über den Grund schleifen. Geht natürlich auch mit einem Wobbleshed, aber es ist natürlich abhängig von der Kurbelgeschwindigkeit. Das noch so als weiteren Tipp für die Chatterbait-Angelei. So, Nummer 4. Sind wir schon angekommen. Ist kein Köder, sondern eine Schnur. Und zwar mein Favorit, Sunline Career High 6.
Das ist eine besondere Schnur, das ist eine sechsfach geflochtene Schnur, eigentlich ungewöhnlich. Die meisten sind eher vier- oder achtfach. Hier haben wir quasi ein Hybrid davon. Vorteile sind bei dieser Schnur ganz besonders, die wurde entwickelt für die Salzwasserangelei auf Seabass, also Wolfsbarsche. Und die ist im Grunde entwickelt für weite Würfe und eine möglichst gerade Schnurführung. Das ist total verrückt und das kann man auch selber erleben. Wenn man jetzt windige Verhältnisse hat und man starke Schnurbögen hat, ist das bei dieser Schnur irgendwie reduziert. Das haben die gemacht über die Schnurstärke der einzelnen Stränge und der Flechtung, dass sie irgendwie ein bisschen weniger Angriffsfläche hat. Man kennt das sogar manchmal dann, wenn die Windverhältnisse so sind, dass die Schnur nicht nur einen einfachen Bogen macht, sondern einen doppelten Bogen, also eine S, macht diese Schnur wesentlich weniger. Spürt man sofort beim Angeln, gerade bei windigen Bedingungen, bessere Köderkontrolle, weitere Würfe, beste Schnur für mich. So, Nummer 5 habe ich mir hier bereitgestellt. Wieder kein Köder. Diesmal ist es eine Rute. Und zwar die Standout 76M habe ich mir rausgesucht. Ist tatsächlich aktuell meine Lieblingsrute hier im Laden. Obwohl ich selber super gerne Baitcaster fische, habe ich mich tatsächlich schon während der Entwicklung sofort in die 76M verliebt. Das ist auch hier noch der Prototyp, den ich noch fische, den ich jetzt schon seit 2 Jahren fast fische. Super geile Route für die Uferangelei, aber auch vom Boot. Ich muss die Specs nachlesen, weil auf meiner nämlich keine Specs draufstehen, weil es noch ein Prototyp ist. So, 7 bis 25 Gramm Wurfgewicht, das kommt auch ziemlich gut hin. Das Ding kann man ausreizen von der untersten Range bis zur obersten Range. Ich werfe damit irgendwie 5 Gramm Jigs mit 4 Inch Ködern, wenn es sein muss sogar noch 3 Inch, hoch bis 18 Gramm Jigs mit 4 Inch oder leichte Jigköpfe mit 5 Inch Ködern, leichtes Wobbeln auf Zander, absolute eierlegende Wollmilchsau für mich, gerade vom Ufer immer dabei. Im Winter meine Dickbarschroute vom Ufer, Carolina Rig, Darted Jigs oder auch einen tieflaufenden Jerkbait, bisschen nach oben getwitcht. Hammerroute, wenn man wirklich nur eine dabei haben will, die deckt alles ab. Ja, wie gesagt, ich musste gerade nachgucken nach den Specs von der Route, weil auf meiner steht leider gar nichts drauf. 7,6 sind 2,28 Meter, haben wir gerade gesagt. 7 bis 25 Gramm sind einfach die Specs zum Uferangeln. Ich habe die hier gepaart mit einer 3000er Shimano-Rolle. Das passt für mich perfekt. Super in der Waage, schön Power zum Kurbeln. Meine immer dabei Route, ganz wichtig. Ja, liebe Leute, das waren meine Top 5. Natürlich gibt es hier noch tonnenweise anderes Zeug, was super geil ist, was ich total gerne fische, aber ich darf mir nur 5 aussuchen. Mit den Sachen, die ich euch gezeigt habe, das sind auf jeden Fall für mich absolute Vertrauensköder und jeder kennt das. Man braucht Vertrauen in seinen Tackle, ob das die Köder sind, ob das eine Rute ist, ob das die Schnur ist. Das muss einfach passen halt. Deswegen, ich hau euch auch noch ein Paket raus, das ihr gewinnen könnt. Ihr müsst einfach nur liken, abonnieren, kommentieren. Wir losen da was aus, selbstverständlich. Da stelle ich euch noch ein schönes Paket fertig. Eine Rute darf ich nicht, hat Carsten gesagt. Müsst ihr euch bei ihm beschweren. Aber ich hau auf jeden Fall ein paar geile Baits mit rein und die Schnur. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, sagt es weiter. Bis bald. Ciao.